Willkommen zurück zu WoW für Einsteiger. Ja, wir sind Level 10 geworden am Ende der letzten Folge. Und was bedeutet das? Wir haben jetzt einerseits Zugang zum PvP. Das findet man hier über den Dungeon Browser. Das ist ein sehr wichtiger Knopf, den man sich einprägen sollte, weil man dort nämlich alle möglichen Gruppenaktivitäten machen kann und sich vor allen Dingen anmelden kann zu Gruppenaktivitäten und automatisch eine Gruppe zusammengestellt wird. Das ist der sogenannte Looking for Group oder Looking for Raid Browser, auch liebevoll LFR genannt. Und das ist ein Feature, das zu Cataclysm eingeführt wurde. Zumindest der Raid Browser, der Dungeon Browser, den gab es vorher schon. Und einem sozusagen das lästige Suchen nach Gruppen irgendwo in irgendwelchen Chats erspart. Ich finde das gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das nicht vermisst, dieses nervige Suchen nach Gruppen. Andere sagen, dass ihnen das nicht so gefällt, weil man ja dann nicht mehr zwangsweise mit irgendwelchen Leuten in Kontakt kommen muss und mit den Leuten sprechen muss und sich auseinandersetzen muss. Ich persönlich brauche das nicht in Looking for Group. Mir reicht das dann später im Raid, weil ich auch ein begeisterter Endcontent-Spieler eigentlich war eine Zeit lang und ich eigentlich so die Verbindungen in der Gilde und das Reden miteinander und das Raiden miteinander, das reicht mir da an Gruppenaktivität. Da brauche ich nicht noch beim Leveln stundenlang nach einer Gruppe suchen für einen Dungeon, der nach 10 Minuten vorbei ist. So, das nur kurz dazu. Genau, hier haben wir den Spieler-gegen-Spieler-Screen, das ist PvP. Wir könnten jetzt theoretisch uns anmelden für ein ungewertetes Schlachtfeld. Der Unterschied zwischen gewertet und ungewertet ist relativ einfach. Im Prinzip muss man da mit einer Premade-Gruppe sich anmelden. Da gibt es ein Matchmaking, was man dann eben mit einer Schlachtfeld Gruppe sich anmeldet und gegen eine andere Schlachtfeldgruppe kämpft. Das ist allerdings, wie gesagt, pre-made, also vorzusammengestellt. Da kann man nicht in eine Random, in eine Zufallsgruppe kommen. Gewertete Schlachtfelder sind wesentlich besser belohnt, sodass man auch an wesentlich bessere Gegenstände kommt. Wie das in Zukunft sein wird mit den Gegenständen fürs PvP, weiß ich allerdings noch nicht, wie sich das entwickelt. Ich habe gehört, dass das generell sich komplett zurückentwickeln soll, weil der Fokus mehr im PvP mehr auf die Ränge wieder gehen soll, beziehungsweise dass man dann Fähigkeiten freischaltet, die extra nur fürs PvP sind und man dadurch dann an Stärke gewinnt im PvP und weniger durch Items. Das nur mal ganz kurz dazu, das kann ich aber dann auch nochmal erklären, wenn wir uns dem PvP mal widmen. Das machen wir jetzt allerdings nicht, weil auf Level 10 kann man sich zwar anmelden. Wir könnten uns jetzt total euphorisch in ein Schlachtfeld stürzen. Das würde ich allerdings nicht empfehlen, denn die Schlachtfelder sind gestuft, levelgestuft. Ich kann euch gar nicht mehr genau sagen, ob das immer noch von Level 10 bis 19 geht oder ob das inzwischen in 5er-Stufen ist. Das kann ich euch jetzt gerade gar nicht sagen. Es tut mir sehr leid, weil ich habe selten beim Leveln PvP gespielt. Kann man machen, man bekommt auch EP dafür. Allerdings nicht allzu viel, vor allen Dingen nicht, wenn man verliert. Und wenn man eben nicht so viele Gegner tötet. So, ja, man könnte sich jetzt hier anmelden. Bonus-Schlachtfelder gibt es allerdings erst mit Stufe 15. Aha, interessant. Ist also im Prinzip sowieso noch nicht so empfehlenswert, weil wir noch gar keine guten Belohnungen bekommen können. Dann schauen wir uns das einfach dann später nochmal an. Legen wir das erstmal wieder beiseite. Wie gesagt, ich möchte ja nicht alles gleichzeitig erklären. Kräfte messen. Ja, hier unten steht es eigentlich. Das erlaubt es euch, anderen Spielergruppen zu einem Showdown auf einem Schlachtfeld oder in einer Arena eurer Wahl herauszufordern. Im Prinzip sucht man sich dann eine Gegnergruppe, also man macht sozusagen so einen Raid auf und kämpft dann gegeneinander auf dem Schlachtfeld. Das ist auch ein ganz schönes Feature, was dazu gekommen ist. Habe ich persönlich noch nie benutzt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ganz lustig ist, vor allen Dingen in einer Gilde oder so. Und dann gibt es noch die organisierten Gruppen, da kann man dann sich diversen Gruppen, Interessengruppen anschließen, die zum Beispiel
irgendwas farmen oder irgendwelche alten Raids machen, wie SOO, Siege of Orgrimmar Mythic. Da kann man sich dann anschließen, wird automatisch eingeladen, sofern das so eingestellt wurde von der Gruppe, und loslegen. Ist auch ein sehr schönes Feature, kann man auch gut nutzen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, auch noch nicht so viel genutzt, weil ich eine längere Spielpause gemacht habe und das Feature erst seit einiger Zeit wirklich ausgereift wurde. So, das dazu. Dann haben wir, wie gesagt, den Dungeons und Schlachtzüge, den Dungeon Browser, den gibt es mit Level 15, den zeige ich euch dann und da werden wir uns dann nochmal anmelden. Szenarien sind eine Mist of Pandaria exklusive Sache, die kann ich euch dann später auch erklären, und der Schlachtzugsbrowser wird auch erst mit Stufe 85 freigeschaltet. Okay, das dazu, was jetzt dazugekommen ist. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil, nämlich unserer Talentspezialisierung. Wir sind momentan Frostmagier. Das wurde automatisch eingestellt mit Level 10, weil das eine sehr angenehme Art zu leveln wohl ist, weil man eben nicht so viel auf den Koppes kriegt, weil die Gegner gar nicht so richtig an einen rankommen. Ich möchte allerdings mal versuchen, als Feuermagier zu spielen, weil ich Feuermagier sehr cool finde, beziehungsweise damals fand ich sie sehr cool, als ich das letzte Mal Magier gespielt habe, vor gefühlten 200 Jahren. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Wir testen es einfach. Man kann ja jetzt fröhlich zwischen den Spezialisierungen hin und her schalten. Ist neu seit dem Patch 7.0. Und wir schauen uns das einfach mal an. Und wir werden auf jeden Fall im Verlauf des LPs immer mal uns die verschiedenen Spezialisierungen ansehen. Drei Stück haben wir ja zur Auswahl. Und wie sieht das mit dem Feuermagier aus? Im Prinzip geht es da viel um, ja, Feuerzauber, ne? Um Ausbreiten von Dots und Bomben und Procs. Das heißt, Situationen, in denen dann Fähigkeiten, die eigentlich irgendwelche Ressourcen kosten, zum Beispiel Zeit zum Casten oder auch Mana oder ähnliches, dann einfach kostenlos sind. Und ja, das ist natürlich bei einer richtig starken Fähigkeit, wie Pyroschlag zum Beispiel, der mal eben 101 Feuerschaden macht, eine schöne Sache, wenn der prockt. Wann kann der procken? Tja, das wissen wir jetzt noch gar nicht so genau. Kann auch sein, dass wir unsere Passivs dafür noch gar nicht haben, dass das noch gar nicht passieren kann. Das weiß ich jetzt nicht. Das werden wir dann gleich mal sehen. Wie gesagt, ich spiele normalerweise kein Magier. Also dahingehend sind wir, du und ich, ne, Zuschauer, du und ich, Anfänger. Beide. Und das ist doch auch mal ganz schön. So, wir machen die letzte Quest. Das wollte ich ja gerne hier noch beenden gerade. Was jetzt? Und dann gucken wir mal. Sprechen mit Severn. Ich habe die Überreste zerstört, die ihr mir gegeben habt, Madenauge. Das heißt alle, bis auf diese. Devlin Agamant war in seinem Leben schwach und scharfzüngig und war einer der ersten, die der Seuche zum Opfer fielen. Er lebte lange als Sklave der Geißel, länger als die meisten. Daher hat er möglicherweise Wissen, das für uns wertvoll wäre. Bringt seine Überreste zum Magistrat Severn und sagt ihm, was ich euch gesagt habe. Er wird wissen, was zu tun ist. Unsere Zeit wird kommen. Ups, mein Inventar ist voll. Ja. Das ist nicht so toll. Das müssen wir gleich auf jeden Fall mal ausleeren. Was ist? Da kriegen wir dann auch noch ein bisschen Gold. Das ist ganz schön. Und jetzt gehen wir den Fußmarsch darunter. Yay. Darauf freue ich mich schon. Hatten wir hier nicht eigentlich auch noch mal eine Quest, wo wir irgendwelche Typen vom scharlachroten Idiotenverein töten mussten? Ich weiß es gar nicht mehr. Also vom scharlachroten Kreuzzug. Idiotenverein klingt aber lustiger. Dann laufen wir einfach mal zurück und in der Zeit kann ich euch ja ein bisschen was erzählen darüber, was ich eigentlich im Spiel so bevorzuge für Klassen. Weil wir ja auch in der letzten Folge viel über Klassenspezialisierung und sowas gesprochen haben, was sich geändert hat und so weiter. Ich spiele momentan sehr viel Krieger. Muss mich natürlich auch erstmal wieder reinfinden in das neue Klassendesign. Muss sagen, dass mir der Furorkrieger im Prinzip nicht mehr so gefällt. Vor allen Dingen nicht im PvP. Da haben sie ihm leider viele Fähigkeiten weggenommen, die jetzt der Waffenkrieger bekommen hat.
die auch ein bisschen mehr zuhauen. Der Fury ist eher so der Tempokrieger, sag ich mal, der im Prinzip durch schnelle Angriffe Schaden macht, während der Waffenkrieger eher durch starke Angriffe, durch einmalige Angriffe Schaden macht. Was man ja auch schon daran erkennt, dass der Waffenkrieger mit einer Zweihandwaffe kämpft und der Fury mit zwei Zweihand- oder zwei Einhandwaffen. Der ist halt sozusagen der waffenschwingende Berserker, wenn man so will. Der arbeitet auch mit Wutzuständen. Also der kriegt dann sozusagen einen Wutanfall und ist dann noch stärker und schneller. Während der Waffenkrieger halt eher so der zuhauende Typ ist. Und ja, ich werde mir mal den Waffenkrieger ein bisschen ansehen jetzt, weil ich den Fury nicht mehr ganz so schön finde wie vorher. Aber das ist vielleicht auch nur ein Ersteindruck. Ich bin da immer ganz vorsichtig, weil man ja nun bisher, wir haben heute Montag, jetzt 5 Tage Zeit hatte, sich die neuen Klassen anzusehen. Und ich bin nicht so der behauptet, ich habe jetzt nach 5 Tagen meine komplett umgestellte Klasse wieder voll drin. Dafür spiele ich einfach im Moment zu wenig. Ich habe auch kaum Zeit dazu. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie mein Eindruck noch so sein wird. Davor habe ich, vor allen Dingen zu Zeiten von Mists of Pandaria, das war im Jahr 2013, da habe ich einen Priester gespielt. Auch aktiv im Raid. Wir haben dann HC, Siege of Orgrimmar, die Belagerung von Orgrimmar, wie heißt es denn nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Gespielt und da habe ich einen Disziplinpriester gespielt. Mit großer Freude. Ich bin verlassen. Und das war eine schöne Zeit, kann man so sagen. Allerdings. Lebt wohl. Ist der Disziplinpriester auch sehr geändert worden und ich bin mir noch nicht sicher, ob er mir gefällt. Das werde ich noch rausfinden. So, ich glaube, wir müssen da rein. Dann gucken wir mal. Ja, hier runter müssen wir. Oder auch nicht. Nach oben, was? Ach, das ist aber auch diese ganzen Häuser hier, die neuen, die sind so verwirrend. Da bist du ja, Magistrat. Ich bin von den Verlassenen. Der Gestank des Untodes umgibt euch. Was ist euer Begehr? Devlin Aggermund? Ist es er, den ihr da in eurem Sack tragt? Ha. Ja, ich weiß, was Coleman versuchen möchte und das möchte ich auch. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Während der Frostthron schlummert, wird die Kontrolle, die der Lichtkönig einst über die Geißel hatte, immer schwächer. Sein Einfluss auf einen Schwächling wie Devlin Aggermund sollte gering genug sein, um ihn ganz auszuschalten. Sprecht mit Schattenpriesterin Malia im Haus auf der östlichen Seite der Stadt. Sie wird euch dabei helfen. Vertraut niemandem. Ja, der Frostthron, der ist natürlich seit Arthas Ableben nicht mehr so aktiv. Da schlummert ja jetzt der gute Bolvar Vordragon, der seinen Platz eingenommen hat. Denn es muss immer einen Lichtkönig geben, weil die Geißel sonst außer Kontrolle gerät. Naja gut, das tut sie auch so. Was jetzt? So, was wollen wir machen? Wir wollten eigentlich erstmal verkaufen. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste, weil sonst kriegen wir hier nämlich gar nichts mehr auf die Reihe. Es ist immer super nervig, wenn man irgendwelche Quests nicht abschließen kann, weil das Inventar voll ist. So, du siehst mir doch nach einem Händler aus. Erstmal den ganzen Ramsch verkaufen. Hier, das ist mein wunderschönes Addon. Kann ich nur jedem empfehlen. Heißt Cell Junk. Und außerdem kann ich euch für das Installieren von Addons auch... Ups, habe ich gerade... Nee, mein Silberblatt wollte ich nicht verkaufen. Kann ich euch auf jeden Fall auch den Curse Client empfehlen. Ist ein schönes kleines Programm, das Installieren von und vor allen Dingen Updaten von Addons sehr viel einfacher macht. Oh, das wäre ein schöner Dolch mit Angriffskraft natürlich, bringt uns ja nicht so viel. Und wir haben einen Stab übersehen, der uns ein bisschen Ausdauer gibt. Da muss ich natürlich ein bisschen mehr drauf achten, meine ganze Ausrüstung aktuell zu halten, weil ich bin das eben nicht so gewohnt, weil ich ja normalerweise, wenn ich ein bisschen leveln will, das mit Erbstücken mache und da muss man sich dann mit
Ausrüstung im Prinzip kaum noch auseinandersetzen, weil die Erbstücke ja mitleveln und für fast jeden Slot inzwischen Erbstücke verfügbar sind. Oh, die Muscheln, die könnte ich natürlich mal aufmachen, auf gucken, was Hut da drin ist. Es ist Muschelfleisch, juchhey. Hallo. Fleischiger Fledermausflügel, ich gucke mal, was wir noch alles gebrauchen können. Wir hatten ja diesen wunderschönen Vertraut Beruf niemanden ergriffen. Jetzt ist er natürlich nicht mehr in der Leiste drin. Wie ist alles weg? Alles weg. Entzaubern, Verzauberkunst. Kräuterkundefähigkeiten. Kräuter effektiv zu sammeln. Was auch immer das jetzt bedeutet, man weiß es nicht. Genau, den Berufsscreen haben sie übrigens auch verändert. Das sieht jetzt alles anders aus. Muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Und wir hätten hier mit dem Schnitzmesser unseren ersten Gegenstand, den wir entzaubern können, effektiv. Und das werden wir jetzt auch mal machen. Beziehungsweise war das gar nicht der erste Gegenstand. Ha, da kann ich euch gleich mal zeigen, wie man Sachen kostenlos zurückkauft. Wenn ihr aus Versehen Gegenstände verkauft habt, die ihr nicht verkaufen wolltet, geht ihr auf Rückkauf und schaut, wo diese Gegenstände sind. Habe ich irgendwas? Ach Mist, das war gar nichts, was irgendwie verzaubert war. Ich hatte das nur falsch gesehen. Aber theoretisch, ne, klickt ihr dann einfach rechts drauf und dann habt ihr es wieder und kriegt auch euer gesamtes Geld wieder. Das geht allerdings nur mit 12 Gegenständen. Also darüber hinaus speichert er das nicht. Also immer ein bisschen aufpassen. Was man natürlich machen kann, wenn man wirklich etwas sehr Wertvolles aus Versehen weggeschmissen oder verkauft hat, kann man natürlich immer versuchen, den Blizzard Support anzuschreiben. Die haben Logs für sowas und die stellen einem das meistens aus Kulanz wieder her. Würde ich aber nicht überstrapazieren. So, gerade mal ein Schlückchen getrunken. So, jetzt hatten wir unseren ersten Gegenstand entzaubert und haben eine geringe Magie-Essenz bekommen. Wollen wir doch mal gucken, ob wir damit schon was machen können. Nein, können wir nicht. Wir brauchen noch seltsamer Staub. Wir sind allerdings schon Level 10. Ich bin ja mal gespannt, ob wir überhaupt noch seltsamen Staub bekommen. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. So, Prozedur abschließen. Wo sollten wir das denn nochmal machen? Bei wem? Was ich sehr schade finde, ist, dass die Markierung der questrelevanten NPCs auch bei Gegnern irgendwie nicht mehr aktiv sind. Vorher war das so, dass Gegner immer nur markiert waren, also immer nur mit Namen da standen, wenn sie irgendwie für die Quest relevant waren. Das ist jetzt allerdings nicht mehr der Fall. Naja. Ich bin von den Verlassenen. Seid ihr bereit, mit der Prozedur zu beginnen? Ich bin bereit. Begrüßt den Schatten. Folgt mir, sagt sie. Wir gehen nach oben. Schönen Stab hast du da. Will ich auch haben. Wir sollten beginnen. Devlin Agamant, hört meine Stimme. Eure sterblichen Überreste wurden hier an dem Ort eurer Kindheit versammelt. Widersetzt euch dem Willen des Lichtkönigs, Devlin. Kommt zu uns. Ach da, schwebt er ja. Was geschieht hier? Was, ich bin daheim? Ihr da, was habt ihr hier zu suchen? Warum habt ihr mein Heim betreten? Mutter, Vater, Thurman, wo seid ihr? Kommt und helft mir. Nein, ich erinnere mich, meine Familie ist tot, genau wie ich. Und meine Seele gehört der Geißel. Sterbt, ihr Narren! Okay, er ist nicht so der Fan davon, jetzt zu den Untoten zu kommen, zu uns Verlassenen. Wobei, wir wissen eben nicht... Er möchte an... Ich weiß nicht, ob er das nur nicht möchte oder ob das jetzt... unverschuldet war, dass er besessen war. Schauen wir doch mal, was unser Auftraggeber dazu sagt, ob das in seinem Interesse war, was hier jetzt passiert ist. Aber vermutlich ging es ihm nur um die Vernichtung. Oh, Malia sagt noch was. Ich sollte besser auf meinen Posten zurückkehren. Wenn ihr etwas braucht, findet ihr mich unten. Okay, sie kommentiert das gar nicht erst. No comment.
ohne meinen Anwalt sag ich gar nichts. So. La 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 la. Ach, wieder falsch gelaufen. Hab ja schon fast so ein vermodertes Gehirn wie Madenauge. So, da wollen wir hin. Hoffentlich ist das wichtig. Oh, wie schade. Vielleicht ist die Herrschaft der Geißel über Devlins Geist doch zu stark geblieben. Oder vielleicht waren unsere Methoden nicht stark genug. Es ist auch möglich, dass Devlin einfach zu einfältig war, um zu begreifen, was wir von ihm wollten. Ihr habt so viel für uns hier getan, Madenauge, doch Männer von eurem Kaliber werden anderswo benötigt. Im Osten liegt das Bollwerk, eine verstärkte Barrikade gegen die Verheerer der Pestländer. Das Bollwerk schützt uns vor dem Einmarsch der Geißel und ermöglicht uns eine Zuflucht, in der wir unsere Streitkräfte hier in Tirisfall aufbauen können. Geht und sprecht mit Hochexekutor Darrington. Er ist ein Verbündeter und wird zweifellos jede Hilfe, die ihr ihm anbieten könnt, zu schätzen wissen. Tschüss. Alles klar, machen wir das. Aber vorher machen wir den kleinen Ausflug in die Hauptstadt, würde ich sagen. Darauf freue ich mich nämlich schon lange. Dann können wir auch mal schauen, haben wir denn eigentlich schon... Ja, viel haben wir leider nicht am Start hier. Ach, das ist doch wieder keine Robe. Oh, Menno. Das ist immer so schade um die Robe. Devlins Hemd. Na gut, dann ist das jetzt mal ein etwas anderer Anblick. Und wir haben ein Schmiedekunstrezept, das wir direkt mal verkaufen. Raus mit der Sprache. Das kein Mensch braucht. Schwaches Trollblut-Elixier. Aha, aha. Braucht eigentlich auch kein Mensch. Aber wir können Erste Hilfe weitermachen. Sehe ich gerade. Kochen, Kochfeuerstelle, alles hier mal reinziehen. Ups. Wenn ihr was verschieben wollt, immer schön Shift gedrückt halten, schön dran denken. So. Sieg für Sylvanas. Und wir schauen mal, können wir irgendwas kochen? Nein, ich habe nämlich auch einen Blödsinn gemacht und habe, glaube ich, irgendwann mal aus Versehen Wolfsfleisch verkauft. Wir haben leider auch keine... Ach, milde Gewürze, warte mal. Verkaufst du Sachen? Raus mit der Sprache. Hat der vielleicht Zeug zu verkaufen hier? Herkömmliches Mehl und milde Gewürze sind, glaube ich, Sachen, ihr? Die man so kaufen kann, oder? Nee, doch nicht. Vertraut niemandem. So. Dann gucken wir doch mal kurz bei Leinenverbänden rein. Genau, die machen wir mal alle. Und dann immer schön drauf achten. So lange das machen, bis das Ganze hier grün wird, beziehungsweise grau. Solange es nur rot oder gelb ist, könnt ihr das alles schön verwerten und bekommt auch jedes Mal einen Punkt. Wenn es grün wird, wird dann die Wahrscheinlichkeit auf einen Skillpunkt geringer. Und sobald es grau wird, gibt es keinen mehr. So, hier sehen wir übrigens alle Rezepte, die wir noch lernen können. Auch ganz praktisch eigentlich, dass man das jetzt alles auf einen Blick sehen kann. Heiltonikum. Ja, alles schöne Sachen, aber für uns noch in weiter Ferne. Und diese ganzen Verbände, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Können wir jede Menge davon verkaufen und das stört niemanden. Was benötigt ihr? So, die Robe verkaufen wir auch. Und dann war es auch schon wieder für diese Folge. Und in der nächsten Folge gehen wir dann endlich mal in die Hauptstadt. Wo ist denn nochmal der Fluglehrer jetzt? Die Fluglehrerin, mit der wir zur Hauptstadt fliegen sollen, ist dort. Alles klar, was willst du von uns noch? Was verlangt ihr vom Tod? Im Silberwald. Ach, der schickt uns direkt in den Silberwald, siehst du mal. Ja, ist die Frage, ob wir dahin wollen oder ob wir ins Brachland wollen. Im Prinzip egal. Das nehmen wir jetzt auf jeden Fall gerade mal nicht an, denn ich wollte kurz zur Hauptstadt. Aber Erste Hilfe schon auf 45. So, kannst du uns noch zur Hauptstadt bringen? Ich habe nicht ewig Zeit. Jawohl.
Ja, dann machen wir das doch gleich mal. Dann zeige ich euch kurz, was da so los ist und was man da machen kann. Im Prinzip ist es nicht nötig, das jetzt zu machen. Aber ich wollte es euch einfach mal kurz gezeigt haben. Und danach geht es dann auch weiter mit den nächsten Quests. Das hier ist übrigens die Quest, die wir da machen. Erstmal mit dem Fledermausritt. Und dann überlege ich mir mal offscreen, ob wir im Silberwald weiter questen. Oder ob wir später dann ins Brachland gehen. Würde ich euch nämlich auch gerne zeigen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.